So, hier bin ich wieder, euer Kochstar Kingsnight. Bereitet euch wieder euer Game Over vor. Heute im Video American Cheeseburger. Braucht ihr alles für eure Zubereitung? Wir fliegen immer höher, hier sind wir frei. Wir sind bereit, unseren Weg zu gehen. Hier oben kann uns nichts geschehen. Denn unser Kampf ist noch nicht vorbei. Bevor ich mit meinen Rezepten anfange, nochmal ein riesen Gruß von eurem Kingsnight an meine Fans. Ihr seid einfach toll. Danke für eure Motivation und ich mache auf definitiv weiter so. Bei jeder Vorbereitung immer etwas trinken und Händewaschen nicht vergessen. Hackt eure Zwiebel. Da hacken wir unsere Gurke. Macht ihr alles in eine kleine Schüssel. Dann brauchen wir 3 Esslöffel Mayonnaise, 3 Esslöffel von eurem Ketchup, eine Prise Salz und Pfeffer. Mischen wir das Ganze und fertig war unsere Burgersoße. Dann brauchen wir 250 Grad Hackepeter. Dann noch eine Prise Salz und Pfeffer. Dann machen wir unser Hackfleisch-Burgerbons. Dann wird eine Herdplatte angeschmissen. Schmeißt eure Pfanne auf die Herdplatte. Dann macht einen Schuss Öl in eure Pfanne. Macht ihr eure Hackfleisch-Burgerbuns in die Pfanne. Kommt unser Cheddar-Käse drauf. Euer Deckel drauf. In meine andere Pfanne kommt dann Butter. Dann gebe ich meine Burgerbuns in die Pfanne. Meines Burgerbuns mache ich dann die Soße drauf, meinen Hack-Burgerbuns, bisschen Salate, Scheibe Tomate, dann noch Zwiebeln, dann habe ich noch Bacon angebraten, aber ohne Fett. Das kommt natürlich ebenfalls auf unseren Burger. Dann machen wir unseren Deckel mit Soße drauf. Schmeiße euch das Rezept auf den Tisch. Einfach, frisch, schnell und lecker und Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch einen angenehmen Donnerstag.